es ist endlich soweit. Ja, das Glockenspiel kann heute eingeweiht werden. Es war mein Wunsch, zum 50-jährigen Priesterjubiläum, das war im Juli, es aufzubauen. Aber die Stahllieferungen konnten nicht geliefert werden. Und so dürfen wir uns heute an dieser Abendstunde uns einfinden, frohen Herzens. Ich begrüße ganz besonders herzlich unseren Bürgermeister. Die Stadt war es, die diesen Platz zur Verfügung stellte. Zusammen mit dem Ortsbaumeister Herr Marx wurde das bewerkstelligt. Und der Bauhof hat auch noch ein wenig dazu geholfen. Wir dürfen uns ganz besonders freuen, dass Herr Berroth, Christoph Berroth, dieses Glockenspiel entworfen hat, dass er es abgestimmt hat, was die Glocken anbelangt, dass er es gestaltet hat. Er, der die größte Uhr der Welt in Mekka gebaut hat. Und wir werden dann einen Blick auch nach Mekka werfen. Es wird am Ende dieser Veranstaltung sein. Bis dahin wird es dunkel sein. Ich darf mich ganz besonders herzlich freuen, dass der Imam der muslimischen Gemeinde von Renningen heute unter uns ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Musikverein von Malmsheim, vorher noch getestet, eine Stunde vorher, war auch noch dabei und auch noch ein bisschen durchgeschnauft. Und wir sind alle richtig befunden worden, dass ihr heute Abend, ihr habt ja bereits schon begonnen, uns durch diesen Abend führen werdet. Bevor aber die Glocken gesegnet werden, wird Herr Berroth uns einiges Technisches über den Aufbau der Glocken uns sagen. Und dann sollen sie gesegnet werden und dann sollen sie zum ersten Mal läuten. Es wird für uns alle ein ganz besonderer Augenblick sein. Ja, es ist soweit. Man kann es wirklich sagen, eine längere Fahrt der Gedanken und Überlegungen und Platzverlegungen, bis wir hier einen Platz gefunden haben, mitten in der Stadt Renningen vor der Mediathek. Ein zentraler Platz, der es vielleicht noch mehr und stärker werden wird in der Zukunft, so wie es die Stadt plant. Ein Glockenspiel in einem freistehenden Träger. Meistens ist es so, dass Glockenspiele irgendwo an der Wand hängen oder in Höhen der Türme von den Kirchen. Freistehende Glockenspiele in Form solch eines Trägers sind eher selten. Wir haben hier auch in dieser Form, in dieser Konstellation etwas gemacht, was eben nicht so oft vorkommt. Sich aber für diesen Platz und für die Stadt Renningen anbietet. Die Stadt Renningen bekommt ein Glockenspiel mit 13 Glocken. 13 Glocken ist nicht so viel, könnte man denken, aber wir können mit diesen 13 Glocken 40 Melodien zurzeit spielen. Es werden vielleicht auch mal noch mehr möglich sein. Die 13 Glocken aus feiner Glockenbronze gegossen, wiegen zusammen etwa 300 Kilogramm, also sehr gemäßigt noch. Der Glockenträger ist so konstruiert, dass er es locker aushält. Die gesamte Anlage etwa wiegt eine Tonne. Die Töne basierend auf dem Ton C3 bis F4 in den zwei Halbtönen Fis und B, sodass wir auch Melodien in der Lage sind zu transponieren. In den Glocken eingebaut sind kleine Magnethammerwerke. Magnethammerwerke, die konstruktiv so gebaut sind, dass sie auch Melodien in Achtel, Sechzehntel spielen können. Das Herzstück der Steuerung sieht man hier in diesem grauen Kasten. Da ist eine Glockenspielsteuerung drin. In der Glockenspielsteuerung abgespeichert sind diese vorher genannten 40 Melodien, von denen wir einige heute hören werden. Was ist ein Glockenspiel? Letztlich nur ein Musikinstrument. Ein besonderes Musikinstrument, das man selber so nicht spielen kann. Ein Musikinstrument, das aber weit gehört werden kann, das auch kombiniert werden kann. Es wird in vielen Orten auch kombiniert, zum Beispiel bei Festen, wenn der Musikverein spielt oder Posaunenchor spielt, wo Kombinationen stattfinden. Ich wünsche der Stadt Renningen mit diesem Glockenspiel
viel Freude. Ich wünsche der Stadt Renningen, dass sie etwas gestalten kann mit diesem Glockenspiel. Und ich hoffe, dass das Glockenspiel möge zur Ehre Gottes spielen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser ganz besonderen Stunde hier auf dem Platz an der Jahnstraße gegenüber dem Bürgerhaus und der Mediathek. Und besonders Ihnen, lieber Herr Pfarrer Pizal, ganz besonders Ihnen ein ganz besonderes herzliches Willkommen. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Schauten wir am 4. Juli diesen Jahres noch zurück auf ein halbes Jahrhundert als Priester in der Welt von heute, schauen wir heute auf diesen neuen Glockenspielturm, den Pfarrer Franz Pizal gemeinsam mit vielen Spenderinnen und Spendern seiner Stadt Renningen schenkt. Glockenspiele, meine Damen und Herren, begeistern die Menschen in vielen Städten, auch unseres Landes. Denken wir an den Marienplatz in München. Ich war Anfang September in der Böttcherstraße in Bremen. Und immer wenn die Glockenspiele erklingen, kommen die Menschen zusammen. Die Glocken ziehen die Menschen an, sie lassen uns innehalten. Ja, lieber Franz Pizal, Sie waren unserer Stadt, Ihrer Stadt, mit diesem Glockenspiel ein großartiges Geschenk. Sie machen sowohl in der katholischen Kirchengemeinde als auch bei der Stadtverwaltung schon lange daran herum, ein Glockenspiel erklingen zu lassen. Nicht immer ist das auf Gegenliebe gestoßen, aber heute gilt dieser Tag und dieser Gottesdienst der Freude darüber, dass wir es geschafft haben, dass Sie es geschafft haben. Ja, nicht immer auf Gegenliebe gestoßen. Er kam dann am Schluss bei der Stadt an. Und was macht man, wenn ein Ehrenbürger zum Bürgermeister kommt und der Stadt ein solches Geschenk machen möchte? Da kann ich ja nicht Nein sagen. Und schon gar nicht, wenn die Geschenkübergabe nun auch noch zeitlich zusammenfällt mit der Beendigung Ihres pastoralen Dienstes hier in Renningen und Malmsheim. Erster Advent 1973, erster Advent seit 2021, 48 Jahre. Mit Blick darauf gilt es euch heute mehrfach Danke zu sagen für dieses großartige Geschenk und ich beziehe die zahlreichen Spenderinnen und Spender in diesen Dank ebenso ein. Herr Ehrmann und seine Frau sind auch unter uns, sie haben auch einen großen Betrag gespendet. Allen Spenderinnen und Spendern an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Und es gilt Danke zu sagen für 48 Jahre Seelsorge in unserer Stadt, für 48 Jahre priesterlichen Dienst, für Ideen ohne Ende, für Projekte unglaublicher Art manchmal, für die Renninger Krippe, den Weltkulturpfad, die Ökumene, Veranstaltungen, Zusammenkommen. Das ist Ihr großes Credo, lieber Herr Pfarrer Pizal. Gemeinschaft leben und Hilfe für die Armen in der Welt. Lieber Herr Pfarrer Pizal, Sie sind in diesen Jahren zum Spendenmillionär geworden. Und auch dafür ein ganz herzliches Dankeschön im Namen so vieler, denen Sie geholfen haben. Auch mit der Spenden, mit der Schanzinger-Aktion immer wieder verlorene Wetten dabei. Sie waren immer mitten unter uns mit Humor und auch mit Granteln. Es ist einfach eine großartige Lebensleistung. Von hier aus wird das Glockenspiel Strahlkraft sowohl in die Bereiche Bildung und Kultur als auch in die Innenstadt hineinhaben, inmitten zwischen den konfessionellen Kirchen, Ökumene eben. Und eines passt auch noch zum Glockenspielturmgeschenk, Franz Pizals Spruch zur Priesterweihe und zur Primiz. Mit leeren Händen dastehen, doch viele reich machen. Ein großes Dankeschön auch an Sie, lieber Herr Perrott. Auch Sie verbinden mit dem Renninger Glockenspiel Herzblut und zeigen großes Engagement gemeinsam mit Ihrer Firma. Last but not least auch von meiner Seite ein herzliches Danke an die Firma Hertha, die in den letzten Tagen hier ein stabiles Fundament erarbeitet hat für diesen Glockenturm.
damit es auch über Jahre dann stabil stehen kann. Der Pitz hat es mal wieder geschafft, der Glockenturm steht und wir sagen ein herzliches Vergelt's Gott und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.